Diese Brawler finde ich am schlechtesten. Platz 10 ist Colette. Sie ist sehr gut gegen Tanks, aber ansonsten ist sie nicht allzu stark. Platz 9, El Primo. Er ist auch gut gegen andere Tanks, aber ist ansonsten nicht allzu stark. Platz 8 ist Ati. Er ist solide im Nahkampf und im Fernkampf, aber in beidem ist er einfach nicht überragend. Er ist aktuell nicht stark. Dann habe ich 8-Bit. Er ist der langsamste Brawler im Spiel, aber hat viel Leben, macht ordentlich Schaden und ist in Tresorab ganz gut. Aber das war's. Dann kommt Jackie mit ihrem Hypercharge. Ist sie inzwischen etwas besser, aber sie ist schlechter als die meisten anderen Tanks. Vor allem im 1 gegen 1. Dann kommt Chester. Er hat nicht die beste Reichweite und macht auch nicht gerade viel Schaden auf Distanz. Dann kommt Dog. Er hat super viel Leben, aber er kommt einfach nicht ran an die anderen Brawler und ja, er hat einfach nur viel Leben. Platz 3 ist Edgar. Er ist sehr nervig, aber gegen die meisten Brawler verliert er deutlich im 1 gegen 1. Platz 2 ist Frank. Er hat super viel Leben, aber kommt überhaupt nicht ran an die anderen Brawler und das ist sein Problem. Und Platz 1 ist Gale. Er ist ganz gut gegen Tanks, macht nicht so viel Schaden und Wände nehmen ihn komplett raus. Er ist echt schlecht aktuell. Folgt mir für mehr Brawl Stars Videos.